Hallo und herzlich willkommen zu meiner Themenwoche Achtsamkeit und einem kleinen Pilates-Training. Pilates ist ein uraltes Training, was heute sehr, sehr gerne eingesetzt wird bei allen Tänzern und vor allem, um den Rumpf zu stabilisieren, wird es sehr gerne eingesetzt für Bauch- und Rückenmuskulatur. Die Atmung spielt eine große Rolle, die Bauchspannung und auch ein neutrales Becken. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, in meinem vorhergehenden Pilates-Training gehe ich sehr genau darauf ein und heute nochmal so ein kleines bisschen, um wieder reinzukommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg bei meiner kleinen Pilates-Einheit. Setze dich aufrecht hin auf die Sitzbeinhöcker, zieh den Nabel zur Wirbelsäule, die Beine hüftbreit. Hüftbreit heißt, nur die Faust hat Platz zwischen den Knien und auch zwischen den Füßen. Die Füße sind entspannt auf der Matte. Roll dich langsam Wirbel für Wirbel zurück. Und lege die Hände einmal auf deine Rippenbögen. Atme tief in die Rippen ein und aus. Spür, wie sich die Rippen zur Seite heben und wieder senken. Wie eine Ziehharmonika öffnen und schließen. Das ist die Rippenatmung, mit der wir in der nächsten halben Stunde arbeiten werden. Atme in die Rippen ein und aus. Zieh nun den Nabel zur Wirbelsäule. Stell dir vor, ich habe einen großen Einmachgummi und den binden wir um den Bauchnabel und deine Wirbelsäule und ziehen einmal ganz fest. Zieh den Nabel zur Wirbelsäule und atme weiter in die Rippen ein und aus. Spür, wie sich die Rippen zur Seite heben und senken. Zieh den Nabel immer weiter mit jedem Atemzug weiter zur Wirbelsäule. Und wandere mit den Händen weiter nach unten. Dein Handknochen geht auf den Beckenknochen, die Fingerspitzen zeigen nach unten Richtung Schambeinknochen. Und nun brauchen wir das neutrale Becken. Das neutrale Becken ist für die meisten etwas schwierig zu verstehen. Deswegen zeige ich es dir in einer kleinen Übung. Wir schieben einmal das Becken nach vorne, als würdest du ein Hohlkreuz machen, als würdest du Platz machen unter dem Bauch. Und dann genau das Gegenteil, wir richten das Becken auf, drück mal den Rücken gegen die Matte und spür, wie du in Bewegung kommst. Mit den Einatmen Becken extrem aufrichten, mit den Ausatmen das Becken kippen, so weit wie es geht, richtig übertreiben und spür mal, wie viel Bewegung da, wie viel Spielraum da ist. Becken kippen und Becken aufrichten und das neutrale Becken ist genau die goldene Mitte. Versuche dich in der Mitte auszubalancieren, nicht ganz aufgerichtet, nicht ganz gekippt. Und hier kommt dann die Hand zum Einsatz. Wenn die Hand flach auf dem Bauch liegt, dann bist du genau richtig. Du hast ein bisschen Platz zwischen unteren Rücken und deiner Matte. Und hier kann eine wunderbare Tasse Kaffee oder ein lecker Cocktail stehen. Ja? Handgelenk liegt auf. Fingerspitzen zeigen nach unten Richtung Schambeinknochen und hier stellst du dein Lieblingsgetränk an. Jetzt atme wieder in die Rippen ein und aus. Zieh den Nabel zur Wirbelsäule, halte ihn und das neutrale Becken bleibt aktiv. Jetzt brauchen wir noch eine Goldmünze. Die klemmen wir uns zwischen die Pobacken und halten auch die Goldmünze gut fest. Du bekommst eine zweite von mir, die legst du zwischen die Schulterblätter. Und halte sie fest, die Schulterblätter ziehen Richtung Matte. Nun hast du deine Pilates-Grundposition. Lege die Hände neben dir an und atme mal in die Rippen ein und aus. Schließe mal die Augen und fühle mal deine Grundposition. Du atmest in die Rippen ein und aus. Dein Nabel zieht fest an der Wirbelsäule, den Einmachgummi. Der Bobo hält die Goldmünze 1 und die Schulterblätter die Goldmünze 2. Die Beine stehen entspannt auf, hüftbreit. Dann hast du schon eine gute Grundposition. Nun arbeiten wir mit dieser Position an den nächsten Übungen. Atme tief ein und roll den Oberkörper auf zur Übung 100. Die Hände streckst du dabei weit nach unten. Stell dir vor, ich ziehe dich auf den Händen entlang weit nach unten. Schulter tief, Brustbein anheben. Dein Blick geht zum Bauchnabel oder zu deinem Leibgedränk. Oder Richtung Decke. Und dann drückst du 5-mal mit den Ausatmen Richtung Matte. Mit den Einatmen drückst du die Handfläche nach oben. Pilates sagt immer, 100 Atemzüge reichen. Deswegen heißt diese Übung 100. Bauch und Popo fest.
entspannen, ein bisschen die Fingerspitzen zu halten und guck mal, ob dein Getränk auf dem unteren Bauch steht. Atme in die Rippen ein und aus. Wenn du merkst, es ist am Anfang etwas schwer mit dem Nacken, nimm eine Hand in den Nacken und arbeite mit der zweiten. Ruhig einatmen, locker aus. Wenn du merkst, Mensch, das ist total easy, darfst du auch die Beine in den 90-Grad-Winkel nehmen. Bob und Bauch bleibt fest. Umso tiefer du die Schulterblätter ziehst, die Goldmünze zwischen den Schultern hältst, umso leichter wird es dir fallen. Hol die Kraft aus dem Bauch. Noch drei Atemzüge in deiner Geschwindigkeit. Ein letzter Atemzug, dann drückst du die Hände fest die Stumatte, legst den Kopf entspannt ab, kontrolliere wieder dein neutrales Becken, dann schiebst du dein rechtes Bein auf der Matte entlang nach vorne. Denk dran, das Getränk steht noch auf dem unteren Bauch, du hältst deine Kühlposition. Schiebe das rechte Bein entlang und dein linkes ab und schieb es wieder vor. Spannung bis in die Zehenspitzen, schieb das Bein nach oben, bis beide Knie auf einer Höhe sind und winkle es wieder an. Versuche deine Körpermitte zu halten. Neutrales Becken, Bauch und Popo fest, die Schulterblätter drücken Richtung Matte, du atmest ein und entspannt aus, schieb das Bein auf der Matte entlang, den Einatmen hochziehen. Gewöhn dich an die Lippenatmung, mit jedem Atemzug den Nabel noch ein bisschen weiter zu lösen. Noch zwei Atemzüge, dann wechseln wir die Seite. Wenn du deine zwei Atemzüge hast, wechsle fließend in die zweite Runde. Einatmen, hochziehen mit Kraft, ausatmen, auf der Matte vorschieben. Denk an die Popo-Spannung, halte dann die zwei Goldmünzen fest. Zieh den Nabel zur Wirbelsäule, drück die Handflächen Richtung Matte und dadurch auch die Schultern Richtung Matte. Denk daran, dein Getränk steht auf dem unteren Bauch, hol die Kraft aus dem Oberschenkel und aus dem Bauch. Noch zwei Atemzüge. Wenn du das hast, stellst du dein Bein wieder sicher auf und hebst den Rücken nach oben. Mit dem Ausatmen rollst du dich langsam Wirbel für Wirbel ab und unten ankommt das Becken wieder in die neutrale Beckenposition bringen. Mit dem Einatmen nach oben, mit dem Ausatmen Wirbel für Wirbel abrollen und unten wieder in die neutrale Position kommen. Achte auf deine Knie, hüftbreit, dein Popo bleibt fest, dein Nabel auch. Und wieder bewusst in die Wirbelsäule, in die neutrale Position bringen. Bekomme ein Gefühl für dein neutrales Becken und werde wieder beweglich. Genieße die Bewegung und immer schön Bauch und Bauch fest. Noch zwei Atemzüge. Dann bleiben wir oben. Halte oben, nimm auch hier das rechte Bein, strecke es. Mit dem Einatmen ziehst du die Zehen nach oben. Mit den Ausatmen stellst du dir vor, du streichst die Wand, zieh die Zehen an, zieh das Bein wieder hoch und wir streichen wieder die Wand. Deine Bewegung muss nicht groß sein, sondern sie soll kontrolliert sein. Denk auch hier daran, neutrales Becken, Bauch und Popo fest. Einatmen hochziehen, ausatmen, Wand streichen. Versuch durch die Nase einzuatmen, durch den leicht geöffneten Mund aus und versuche etwas länger einzuatmen und etwas kürzer auszuatmen. Dann bist du nachher nicht müde. Noch zwei Atemzüge mit deiner Grundspannung. Dann stell auch hier wieder das Bein an
Becken wieder nach oben, ganz bewusst. Und hol dir das zweite Bein. Und auch hier geht es wieder los. Wir streichen die Wand. Fühl mal, ob beide Seiten gleichkräftig sind. Gibt es eine Schokoladenseite? Einatmen, hochziehen, ausatmen, strecken. Bauch und Popospannung halten. Und auch hier noch zwei Atemzüge. Dann stellst du auch hier dein Bein an. Und rollst dich langsam Wirbel für Wirbel ab. Schnapp dir dein linkes Bein. Zieh es zu dir ran. Die linke Hand geht an die Außenseite des linken Knies. Die rechte Hand geht an die Innenseite des linken Knies. Die Schulter tief, das Brustbein anheben. Nabel zur Wirbelsäule. Streck das Gegenbein. Fahr die Ellenbogen aus. Und dein Blick zum Bauchnabel. Los geht's. Und versuch auch hier, dein Getränk auf den unteren Bauch zu halten. Schulter tief, Nabel zur Wirbelsäule. Nacken lang. Bauch und Popo fest. Denk an die Goldmünze. Fahr die Ellenbogen aus. Geschwindigkeit. Dann zieh die Beine an und umarm sie. Leg die Hände unter die Knie und roll dich auf zum Rolling Like a Ball. Brustbein anheben und auch hier fährst du die Ellenbogen wieder aus. Wir werden selbst zum Ball. Wenn du hochkommst, Brustbein anheben, natürlich ist der Bauch fest. Der Popo auch und du sitzt auf den Sitzballhöcken. Und beim Zurückrollen wirst du rund wie ein Ball und wir rollen bis zu den Schulterblättern und wieder nach oben. Runder Rücken und wieder aufrichten. Versuch das Ganze ohne Schwung, mit Kraft. Mach dich lang, stolz. Was macht die Bauch- und Popo-Spannung? Bewusst rund werden, sondern alle, die sagen easy. Verändere die Handposition, leg die Hände außen an die Schienbeine, Ellenbogen ausfahren. Dann wird es gleich ein bisschen schwerer. Und wenn es gar nicht schwer geht, haben wir noch eine Stufe. Stolz. Immer wieder ganz bewusst Mobilisation der Wirbelsäule. Sondern wenn du merkst, Mensch, es klappt auch wunderbar, ich kann die Füße oben halten, greif nach innen. Fahr die Ellenbogen auch aus, drück die Knie ein bisschen nach außen und werde auch hier rund. Und dann wird es gleich nochmal ein bisschen schwerer, balanciere dich aus und wieder rund. Und ganz wichtig, Bein zurückrollen, runder Rücken. Gut. Ein letztes Mal jeder in seinem Level. Dann bleibe oben. Stell ein Bein nach dem anderen auf. Und komm wieder auf die Sitzbeinhöcker. Stell dir vor, du sitzt mit dem Rücken an der Wand ganz gerade. Zieh die Nabel zur Wirbelsäule, die Schulter tief. Und die Fingerspitzen gehen nach vorne mit ganz viel Spannung. Und jetzt werden wir auch hier ganz rund. Streck dich so weit du kannst. Und roll dich wieder auf. Versuch die Knie dabei gestreckt zu halten. Die Zehenspitzen gehen auch mit nach vorne, so weit du kannst. Richte dich auf. Nabel zur Wirbelsäule.
erfreulich auf. Und jetzt kombinieren wir das Ganze. Zieh die Nabel weit zur Wirbelsäule. Guck mal, runterrücken. Nimm die Hände über den Kopf. Und dann roll dich langsam Wirbel für Wirbel wieder auf. Wenn du merkst, es klappt nicht so einfach, nimm die Hände unter die Knie. Schieb die Finger wieder nach vorne. Mit dem Einatmen aufrichten, Schulter tief und wieder runterrücken. Nimm die Hände über den Kopf. Und komm wieder nach oben. Genieße die Atmung dabei, mit der Ausgangsposition und dann erst weitergehen. Schulter tief und wieder abrollen. Eine letzte Runde. Komm nach oben und schieb mit Kraft. Schulter tief. Dann schnapp dir ein eingestellt, wie es ist. Roll dich zurück. Die Zehenspitze möchte an die Decke, die Ellbogen fährst du aus. Nabel zur Wirbelsäule, heb das Gegenbein, der Blick ist wieder weiter in den Gedränk. Und dann die Zehenspitzen weit nach oben. Und dann wechseln wir mit einer Endkontraktion immer so Nachzieher. Streichen wir wieder die Wand. Deine Bewegung muss nicht groß sein, die darf auch kleiner sein. Arme mit Grundspann, Nabel zur Wirbelsäule, achte auf deine Atmung, in die Rippen ein und aus. Streck dich so weit du kannst. Spann auf die Beine und massiere den Rücken selbst. Nimm ein Bein nach dem anderen, strecke es aus. Nimm die Hände über den Kopf. Streck dich, gähn, fühl dich wohl. Dann schnappst du dir ein Bein. Zusammenzuziehen und wieder zu strecken. Das Ganze mit der Atmung
Ausatmen, einatmen. Streck dich, mach dich lang, finde deine Mitte. Ganz kontrollierte Bewegung, Spannung bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehenspitzen. Dein Rücken bleibt fest. Atme durch die Nase ein, durch den Mund aus. Versuche die Rippenatmung auch hier zu halten. Der Bauch bleibt fest. Noch zwei Atemzüge. Dann wechseln wir fließend die Seite. Spür mal, ob eine Seite wieder besser geht. Einatmen strecken, ausatmen klein machen und der Rücken gerade. Stand Ellbogen leicht gebeugt. Gut. Noch zwei Atemzüge. Ball sicher ab und setze dich mit dem Bogen zurück auf die Fersen. Die Hände gehen nach vorne und wenn möglich legst du den Kopf auf den Nacken. Atme über die Rippen ein und aus. Roll dich langsam, wirbel für den Kopf. Setz dich ganz entspannt hin. Atme dabei tief ein und aus. Tief ein und aus. Und ich sage danke fürs Mitmachen. Bis bald, deine Heidi.